Allora, Leute, ciao von Andrea Unger, Mensch oder Maschine? Die Frage wird oft gestellt, ist es besser, diskretionär handeln oder mit Trading-Systemen? Oder wie es heute mehr bekannt ist, durch Robots, Algo-Trading, Quantitative-Trading, alle diese Sachen. Ich bin ein automatisierter Händler, das bedeutet, dass ich die Systeme selbst entwickle und die Systeme arbeiten dann ganz allein auf der Cloud, wo alles eingestellt wird. Die Cloud ist für Sicherheit, weil dort gibt es möglicherweise keine Internetprobleme, keine Strom-, Powerprobleme und so weiter. Na gut, ist das eigentlich die beste Wahl und welche Robots gibt es eigentlich da draußen? Es gibt eine Menge, wirklich. Denken wir mal, was man hört. Goldman Sachs handelt heute über Roboter. Das sind die Maschinen von Goldman Sachs. Ja, die haben sicher Maschinen und diese Maschinen machen etwas. Es gibt zwei unterschiedliche Familien, kann man sagen. Die Familie, wo die Maschine selbst, sagen wir, entscheidet, was zu tun. Und das kommt von einem Machine Learning Prozess. Und die Maschinen, die genau das machen, was der Handler, der Trader, der Entwickler im Skript geschrieben hat. Ich bin in der zweiten Familie. Also ich habe die Ideen, ich suche die Ineffizienz, ich suche die Edges im Markt und ich programmiere das, sodass die Maschine dann genauso handelt, wie ich will. Die Machine Learning Familie, die ist noch in Entwicklung, möchte ich sagen. Und ich muss ehrlich sagen, heute 2019, gibt es leider noch nicht ein Niveau, wo man wirklich sagen kann, die Maschine weiß selbst, was zu tun. Es gibt sehr viel, eine sehr große Arbeit, aber als Ergebnisse in der Industrie muss man leider sagen, gibt es noch wenige. Und die wenigen sind noch nicht so beeindruckend, wie man denken kann. Also die sind noch nicht Erstklasse, wie man denkt. Das heißt, dass die Maschine heute noch nicht schlau genug ist, zu verstehen, was in den Märkten wirklich passiert. Es gibt auch eine andere, eine dritte Familie, die ich nicht genannt habe. Und das ist die Familie, die auf Geschwindigkeit arbeitet. Das heißt, eine Familie, wo die Technologie so hoch ist, dass man schnell arbeiten kann. Und die arbeiten mit Arbitrage, High Frequency, alle diese Sachen, die für uns kleinere Trader eigentlich total off limits sind. Wir können da leider gar nichts anfangen, weil dort braucht man eine Technologie im Haus und in Verbindung zu den Märkten, die für uns leider nicht Sinn. Und wenn einer von den Retail-Traders, die auf YouTube wie ich oder auf der WOT-Messe oder irgendwo sagt, dass er da bla bla, bitte glaubt ihm nicht, weil jene Sachen sind für die wirklich große Spieler im Markt und nicht für uns. Und die Kleinen sind, würde ich sagen, auch bis 10 Millionen Euro auf dem Konto, sind noch klein im Vergleich zu jenen, die dort wirklich etwas sagen können. Und was ist mit dem Robo-Advisor? Robo-Advisor in der Tat ist normalerweise ein Signaldienst oder ein Mirror-Trading-Dienst, wo man mit einem tollen Namen Robo-Advisor etwas verkauft, was dann zuletzt wieder in der zweiten Familie, meine Familie, normalerweise gestellt wird. Das heißt, Systeme, die entwickelt werden von einem Mensch, die dann arbeiten und die Signale, entweder die Signale senden oder direkt auf dem Markt die Order platzieren für die Leute, die das wollen. Wenn Sie also vom Robo-Advisor-Name begeistert sind, denken Sie mal zweimal, ob es wirklich so gut ist, weil es nicht unbedingt gut sein muss, nur weil Robo drinnen steht. Das ist wichtig. Es gibt auch ein Robo-Advisor für Investoren, also es gibt Leute, die heute die Entscheidungen und die Angebote für die Leute, die investieren wollen, durch einen automatisierten Prozess finden. Aber das ist eigentlich nur
ein Vorteil, dass die Maschine mehrere Infos nutzen kann als ein Mensch. Das heißt, ich sage, was für dich am besten ist zu investieren, dieser Fund oder dieses Bond oder. Und das sage ich, weil du mir diese Informationen gegeben hast und mein Robot, meine Maschine, kann diese alle in Prozess stellen und dann die beste Lösung für dich finden. Die beste Lösung nach einem Profil, den ich wieder programmiert habe. Also, Machine Learning ist heute noch nicht so toll. Und was alles, was übrigens noch da ist, hat sowieso ein Mann vor den Systemen. Das heißt, die Systeme machen, was irgendwelcher Mensch programmiert hat, wie ich. Ist also das die beste Lösung? Nicht unbedingt. Ich meine, ja, für mich wohl, und das ist die beste Lösung für alle, die nicht unbedingt den ganzen Tag am Monitor sitzen will. Aber aus meiner Sicht, ich muss ehrlich sagen, ich glaube immer noch, dass der beste diskretionäre Händler in der Welt besser ist als der beste Systemhändler. Das muss ich leider sagen, weil ich bin ein Systemhändler, ich bin nicht unbedingt der Beste, das ist ja klar, vielleicht schon, vielleicht nicht, ich weiß nicht, ich habe viermal die Weltmeisterschaft gewonnen, aber das bedeutet eigentlich nichts. Es können mehrere geben, die nicht teilgenommen haben und die wesentlich besser sind als ich in der Entwicklung von Systemen. Aber in jedem Fall, ich kann alle besten Systeme entwickeln, ich kann alle besten Systeme zusammenstellen, ich kann Computer Power nutzen, diese Systeme zu wählen, so ein ideales Portfolio zu bauen. Trotzdem glaube ich, dass ein Talent in diskretionärer Handel besser ist als ich oder ein Systemhändler. Was ist, warum also nicht diskretionär und warum Systeme? Eigentlich, weil es einfacher ist, Trading zu lernen durch Systeme als diskretionär. Im diskretionären Handel gibt es immer was, wo irgendein Talent steht, eine Entscheidung, die aus dem Bauch kommt. Diese Sachen kann man nicht einfach weitergeben. Also auch wenn Sie zu Mr. X gehen und er ist der beste diskretionäre Händler in der Welt, das bedeutet nicht unbedingt, dass er Ihnen genau zeigen kann, wie er das schafft. Mit Systementwicklung gibt es Regeln. Es gibt alle kleine Regeln, die zusammengestellt werden. Und diese Regeln zusammenzubauen, kann man eigentlich lernen. Das heißt, ich kann Ihnen erklären, wie ich die Systeme baue. Es gibt immer noch Talente, zuletzt. Ich meine, Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen krank. Die guten Regeln zusammenzufassen und so weiter, das ist natürlich immer so, dass irgendwas von Erfahrung und so kommt noch im Spiel rein. Aber generell, es ist wesentlich einfacher zu lernen und zu erklären, wie man Systeme entwickelt und wie man ein automatisierter Händler werden kann, statt ein diskretionärer Händler. Leider ist das die Wahrheit. Es gibt ein Gefühl von Freiheit mit diskretionär, weil man immer entscheiden kann, was man next tun soll. Aber das ist nur eine Ideologie. In der Tat, Sache ist es nicht so. Ich meine, man hat immer noch Regeln, aber trotzdem muss man irgendwie entscheiden. Und Entscheidungen sind manchmal falsch. Ich meine, ich kann die Freiheit haben, alles zu flat zu stellen, aber das ist nicht unbedingt die beste Entscheidung. Also diese Freiheit gibt es in der Tat nicht. Aber wie gesagt, es ist sehr schwierig, die richtigen Entscheidungen zu treffen im diskretionären Handel, sowieso wenn die Learning Curve noch steigen muss, weil es gibt so viele Fragen. So viele Fragen. Im Systemhandel kann man diese Fragen am Anfang schon in der Entwicklungsphase beantworten und dann hat man schon ein System, was fix und fertig ist, zu nutzen. Also es ist wirklich einfacher. Es ist nicht einfacher, es ist aber einfacher. Es ist nicht so schwierig zu lernen, wie man Systemhändler werden kann und es ist schwieriger, von einem guten diskretionären Händler etwas zu lernen, weil jene Erfahrung wirklich schwierig ist, weiterzubringen. Das ist, warum ich System entwickle und warum ich Schulungen anbiete, wie man die Systeme entwickelt, weil dort weiß ich genau, was ich weiterbringen soll. Im diskretionären Händler werden so viele Infos, die
nicht unbedingt richtig zusammengebaut werden können. Und das bedeutet eine schlechte Schulung für die Studenten natürlich. Also, das habe ich jetzt erklärt. Die Frage ist doch, sind wir wirklich weit von einem guten Machine Learning Prozess, wo die Maschine wirklich alles allein machen kann? Ich glaube ja, wir sind noch ein bisschen weit. Aber das ist nur meine Idee natürlich. Aber ich kann Ihnen etwas versprechen. Ich bin dran. Ich meine, ich bin immer sehr vorsichtig, was neu ist. Und ich bin immer sehr neugierig zu entdecken, wie die ganze Geschichte im Prozess ist. Und wenn etwas Neues kommt, was wirklich wichtig ist, und wenn Sie bei mir bleiben, sind Sie sicher, Sie werden das wissen. Mit Andrea Unger werden Sie sicher wissen, ob etwas Wichtiges rauskommt, was wir Kleinere auch zu Hause nutzen können. Das war's für diese Woche. Bitte schreiben Sie Ihre Erfahrung mit Systemhandel, mit RoboAdvisor und so weiter hier unten in den Kommentaren. Es wäre für alle interessant natürlich. Und ich werde gerne auch noch weitere Antworten geben, was ich hier in diesem kurzen Video nicht besprechen konnte. Hat es Ihnen gefallen, interessiert? Abonnieren Sie hier beim roten Glöckchen und Sie werden sofort dann eine Info bekommen, wenn etwas Neues kommt hier auf dem Kanal. Am Moment, ciao aus der sonnigen Italien, ciao von Andrea Unger, der trotzdem ein bisschen krank ist. Ciao!